Shalom Aleichem. Judentum ist eine praktizierende Emuna, Glaube von Hashem durch die Torah, was zu tun. Aber Judentum hat auch viel Universalität für die ganze Welt. Die ganze Weltschöpfung, Noach, Migdal Bavel, man erzählt über alle 70 Nationen bei der Spaltung von den Kindern von Noach. Jonah Navi bringt eine Botschaft zum Ninveh, also am Yom Kippur. Es ist für die ganze Welt. Auch am Rosh Hashanah beten wir. Wir beten Hashem für die ganze Welt, für alle. Wir beten für alle Länder, welches Land kommt zum Schwert und welches zu Shalom, zu Frieden. Hillel sagt, Ohevet Abriot, liebe alle Menschen. Rabbi Akiva sagt, Chaviv Adam Shenibra Bezelem, Liebling ist der Mensch, der wurde geschafft in Ebenbild Gottes. Rabbi Yossi ben Chalavta sitzt und erzählt eine Matronita, eine römische Frau, über unsere Glaube. Jetzt, in den letzten 100 Jahren, hat das jüdische Volk begonnen zu denken, dass wir haben auch eine Message, eine Botschaft für die Welt. Früher, das jüdische Volk hat für sich besorgt, für den heutigen Tag, nicht für gestern und nicht für morgen. Heute zu leben, zu überleben, zu essen, es waren nur Redifers und Isurim, es waren nur Verfolgerung und Probleme. Wir konnten nicht zu denken über uns. Und es war Zeit, sie haben sich versucht, in die Gesellschaft so zurückhalten und nicht... Heute gibt es so Werbung in Israel. Im Ausland, du bist der Diplomat von Israel. Wir sollen die ganze Zeit erklären, womit wir sind in Ordnung. Soll die Menschen nicht denken, dass Israel ist eine Stadt, wo laufen Kamele noch auf der Straße und laufen Bombes überall. Wir haben, so sagen die Leute zu erklären, wir haben Tomatensherry, wir haben entdeckt den Waze, wir haben große Technologie, Disk und Key, wir sind so wie alle. Wir haben einen Nachtclub, wir haben einen Strand in Tel Aviv, wir haben auch Tourismus in Jerusalem, Antiquität, Archäologie. So versucht man die Goyim zu erzählen über Israel. In anderen Wörtern, wir sind gar nichts. Wir sind so wie alle. Israel, Judentum, ist nicht jetzt Archäologie oder Tel Aviv oder Strand. Es ist schön, gesunde Reit, genieße. Aber da kann man fahren nach Mallorca oder ein anderer guter Strand in Mauritius. Ja. Und wenn es gibt so Begriffen, ein Volk ohne Vergangenheit hat keine Zukunft. Und das erste Datum, wo steht dort geschrieben, ist 1917, Deklarierung von Balfour. Das heißt, die ganze Zeit gibt es so einen Weg, zu zeigen die Welt, dass Israel ist ein offenes, kulturelles Land. Und die Goyim haben das sogar erkannt. Und das bringt, glaube ich, jüdischen, es bringt das Gegenteil von Sympathie. Für die Goyim, wir sind am Israel ein Stückel Tanach, ein Stückel Bibel. Die sehen in uns, dass die Bibel existiert. Wir müssen dem Tanach zeigen, das ist Shemesh Begivo in Doim, das ist Karmel, das ist Haifa, das ist Shimshon, das ist Hebron, das wollen sie hören. Am Israel Chai veKayam, so wie Prophet Yirmiyahu sagt, Odi Kanu Batim, wird man kaufen Häuser. Und die Goyim sagen, jahrelang habt ihr gemacht so einen Balagan, um zu kommen in dieses Land. Was ist eure Botschaft? Was ist eure Message? Die Völker interessieren nicht, ob du gehst mit Kippa oder ohne Kippa, joggläubig, nichtgläubig. Wir wissen nur eins. Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Guck mal, was Rashi sagt. Der Gott, der unsere Gott, nicht der Gott von den Götzendiener, das ist der Gott. So wie es steht geschrieben in Zecharia und in Zvania. Wir müssen unseren Kanal zu Hashem mit der ganzen Welt kontaktieren.
Wir sind dem Rohr, wir sind die Verbindung zu Hashem. Der erste Kind in die Reihe muss eine vorbildlich sein für alle anderen Kinder. Wir sind nicht besser, wir sind nicht anders. Wir sind nur die Erste, der erstgeborene Kind von Hashem. So wie es steht geschrieben, Beni Bechori Israel, mein erstgeborener Sohn. Israel, Boni Matem, Ladino Elohecha, mein erstgeborener Sohn, wird immer bleiben, erstgeborener Sohn. Er muss nur sein Vorbild und das zu tun, was man erwartet von ihm. Universalität in Judentum bedeutet, Tora zu lernen. Bitte geben Sie uns Hand und unterstützen unsere Tora in Frankfurt. Wir wollen noch viel mehr Tora verbreiten in die ganze Welt. Shkoyach.